So, herzlich willkommen zum ersten Spieltag. Der 1. FC Köln spielt heute gegen den VfL Wolfsburg zu Hause vor fast ausverkaufter Hütte, glaube ich. Und ich würde mal sagen, die Mannschaft soll ein akzeptables Ergebnis abliefern, keinen Zweikampf aus dem Weg gehen, einfach nur kämpfen. Der Ligastart steht vor der Tür, die neue Saison. Welche Perspektiven sehen Sie? Wir wollen gewinnen, das ist ganz klar. 3 Punkte zum Start wären eine tolle Sache. Damit haben wir eine gute Position für die nächsten Partien. Los geht es jetzt hier. Auf die Tabelle müssen wir noch nicht schauen. Das ist ja gerade einmal der erste Spieltag, der jetzt hier beginnt. Der Schiedsrichter Nico Dillmann hat die Partie freigegeben. Köln gegen Wolfsburg. 10 Minuten sind jetzt um. Und da gibt es auch schon die gelbe Karte für Matsukic, okay. Nach einer Tätigkeit gegen Jerome Mell. Und da hat er Glück, dass er da nur gelb sieht. Viertelstunde vorbei. Jetzt Wolfsburg, 16. Minute, erste Chance. Boah, verunglückte Kopfballabwehr landet bei Mandzukic. Der versucht aus 12 Metern, trifft aber nur Patrick Helmes. Gelbe Karte jetzt hier für Patrick Ochs. Damit jetzt in der 26 Minuten 2 gelbe Karten für den Gegner. Jetzt Köln, 28 Minuten, die erste Gelegenheit im Spiel. Jeromel ist da mitgelaufen und spielt Lukas Podolski an, aber dessen Flachschuss geht knapp am linken Pfosten vorbei. Kommt, Leute. Weiter so. Konzentration reinbringen, nach vorne spielen und das einfach so das Tor schießen. 40. Minute jetzt, nee, 39. Köln kommt. Podolski halb links am Strafraumrand zu Rita, der den Ball aber knapp am Tor vorbeizieht. Und 44. Minute, Köln wieder. Chance für den Köln. Aber der Pass von Podolski in die Spitze geht direkt zu Benaglio. 1 Minute Nachspielzeit gibt es hier in der ersten Halbzeit, die jetzt abgepfiffen wird. Bisher Köln zum Ende hin gut in Schwung gekommen. Leider hat es nicht gereicht. Bisher eigentlich eher eine langweilige Partie. Leute, da geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Peschko motivieren, Jajalo motivieren und Lanik motivieren. Dann hätte ich gern, dass die ganzen Spieler sich warm laufen auf gleich. Riesenchance in Köln jetzt hier, live aus dem Stadion. Jetzt muss es hier schnell gehen. Überzahlsituation für den 1. FC Köln. Podolski hat nur noch Diego Benaglio vor sich. Schießt. Aber Benaglio ist unten und hat den Ball. Eieiei, Podolski, solche Dinger machst du doch eigentlich in Schlaf rein. Aber Benaglio hier mit einer klasse Parade. Schade, kommt Leute, weiter so, nach vorne. Jetzt erstmal Wolfsburg, 52. Minute. Aber der Eckball nix, den pflückte Rensing sofort wieder runter. Jetzt Köln, 53. Minute, sofort die Konter und Tor, 1-0 Köln. Durch Jan Movarek, die Leier aus Schalke mit dem Treffer. Jawohl, so will ich das sehen, Jungs. 1-0 für Köln. Das wäre doch ein toller Saisonstart. Kommt, Leute, weiter so. Die Wolfsburger wechseln, das mache ich jetzt auch. Pezzoni kommt rein für Peschko. Jeromel geht raus, dafür kommt McKenna rein. Jeromel ist natürlich wieder total ausgepowert dort hinten. Keine Ahnung, was er aktuell hat. Jetzt erstmal Köln. 64. Minute.
Oh, Podolski schießt genau auf dem Keeper aus 24 Metern. Jetzt können wir wechseln. Jeromel raus, McKenna rein. Ich könnte mal McKenna wieder einen Sturm stellen. Vielleicht macht er dann wieder so ein Traumtor wie damals bei Energie Cottbus. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere gesehen hat. Der hat dort mit einer Hacke, im Fallen mit der Hacke ein Tor geschossen. Das sah richtig klasse aus. War auch dann Tor des Monats und Tor des Jahres, glaube ich, auch. Und auch die zweite Ecke hintereinander bringt Köln hier nichts ein. Schade. Aber trotzdem, es gibt, glaube ich, noch eine Ecke. Genau so ist es auch vielleicht jetzt mal wieder nicht. Schade. Sereno jetzt hier die gelbe Karte wegen gefährlichen Spiels. Die jetzt hier konzentrieren. Matsukic kommt, Matuschik kommt rein für Jajalo. Jetzt erstmal Wolfsburg, 70. Minute. Aber Rensing ist auf dem Posten. ...20 Minuten sind jetzt hier noch. ...18 Minuten jetzt noch zu spielen. Der Balljunge ärgert da Binaldo, der ihm den Ball nicht gibt. Sehr schön gemacht vom Balljungen. Jetzt Wolfsburg. Boah, wieder gute Chance für die Wölfe, aber Rensing ist wieder blitzschnell unten und packt zu. Leute, jetzt, Leute, das geht so nicht. Nicht hinten reindrängen lassen. Wieder Wolfsburg, 75. Rensing ist wieder da. ...77. Wieder Wolfsburg. Jetzt haben sie eine größere Chance. Sie sind hier vorm Ausgleich. Aber zum Glück verzieht der Stürmer den Ball. ...87. Minute wieder Wolfsburg. Boah. Die machen jetzt hier ganz schön Druck. Noch 10 Minuten sind jetzt hier. Sensationeller Abschlag in Köln. Torhüter Michael Rensing mit einem weiten Abschlag. Lukas Podolski schüttelt im Laufduell Christian Tresch ab. Schießt sofort. Aber Diego Benaglio. Wie eine Katze, unfassbar, wie er den Ball noch um den Pfosten dreht. Also aber trotzdem Eckball für uns. Es gibt trotzdem Ecke für die Kölner in der 81. Minute. Hoffentlich wird daraus was. Ein 2-0 würde ich jetzt ziemlich gut tun. Ah, schlechte Ecke von Podolski. Der Keeper fliegt den Ball sofort herunter. 82. Minute wieder Wolfsburg. Eieieiei, wieder Glück gehabt. Boah. Leute, ey. Konzentriert euch jetzt bitte hinten in der Abwehr. Eine Niederlage, beziehungsweise Unentschieden wäre hier noch schlimm, hinten dicht jetzt. Das scheint jetzt endlich zu klappen. Wolfsburg nochmal in der 88. Aber der Fernschuss von Tresch, kein Problem für Rensing, der hier der beste Spieler in der zweiten Halbzeit war auf dem Platz. Eine Minute Nachspielzeit gibt es zum Glück nur. Das war's! Erster Spieltag vorbei, der erste FC Köln gewinnt hier.
Von verdient will ich nicht reden, aber Hauptsache gewonnen mit 1 zu 0 gegen VfL Wolfsburg. Dadurch ein toller Auftakt für die Kölner hier. Die anderen Ergebnisse: Dortmund, Hamburg 2 zu 0, Bremen, Kaiserslautern 5 zu 1, Hannover, Hoffenheim 0 zu 1, Mainz, Leverkusen 1 zu 1, Stuttgart, Schalke 0 zu 2, Köln, Wolfsburg wie gesehen 1 zu 0 und Augsburg, Freiburg 2 zu 2, Hertha, Nürnberg 0 zu 2 und Bayern gewinnt 3 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, Pezzoni war bei uns in der Elf des Tages. Hat er gespielt? Stimmt, auf rechts. Pezzoni auf rechts? Ich wollte doch Clemens auf rechts stellen, oder? Gut, sehr schön. Also, das war schon mal ein guter Auftakt. Jetzt würden wir in Schalke spielen. Natürlich Niemeyer neuer Favorit, ist ja ganz klar. Die Reserve hat auch gewonnen gegen Gladbach. Ui, Donovan wird mit Wolfsburg in Verbindung gebracht. Neuer Mitarbeiter, neuer Scout. Movarek mit seinem ersten Treffer für uns. Quatsch, ihn wollte ich doch gar nicht. Donovan wollte ich eigentlich. Wie sieht es denn jetzt mit dem Rest aus? Luc de Jong wird ja, glaube ich, demnächst gescoutet, ne? Nein, dann würde ich jetzt hier neue Aufgabe. Ein Spieler beobachten. Allgemeines Scouting. Ein Spieler beobachten. Warum habe ich keinen da jetzt zur Verfügung? Transfermarkt, Blickfeld. Dann sofort ihn, sofort scouten. Damit wir hier wissen, was jetzt hier abgeht. Donovan sofort mit einsteigen in die Verhandlungen. Ich weiß nicht, was da Wolfsburg bietet, aber ich biete 4 Millionen. Ui, die würden das sofort akzeptieren. Dann müsste es jetzt doch schon mal recht schnell gehen. Lisa, was machen wir für ihn? Mindestens 3 Jahre generell Ausstiegsklausel. Für maximal 3,5 Millionen. Der Auslandsangebot raus, da würde ich es gerne ein bisschen erhöhen. Für 4,5 kannst du gehen, bei Abstieg kannst du für 50% gehen. Ja. Können natürlich nicht so viel bieten. Ich biete erstmal 1,7 Millionen als Grundgehalt. Niemeyer wechselt zu Borussia Mönchengladbach. Er hat das abgelehnt. Das geht doch gar nicht. Warum lehnen die ganzen Verteidiger ab? Unter der Woche jetzt mal kurz abbrechen. Neuer Mitarbeiter, ein Scout. Schon wieder einer. Schwabke fällt aus. Donovan akzeptiert. Das ist ja klar. Das haben wir schon mitbekommen. Noch ein neuer Scout ist da. Dann könntest du ja schon einmal Fred scouten. Also, uns gehen hier tatsächlich so ein bisschen die Verteidiger aus, die uns hier noch zur Verfügung stehen. Die Viertelstunde ist jetzt auch schon wieder um.
Das heißt, wir widmen uns den Transfers das nächste Mal. Ich mache jetzt ein Aufnahmepäuschen und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Und dann geht's weiter mit Let's Play Fußball Manager 12. Bis dann.